Herzlich willkommen bei Bestform spielt. Ich dachte mir, ich starte jetzt hier einfach mal eine Serie, so auch so mit Bewegtbild. Paar Leute werden mich vielleicht kennen von dem Datenschorle-Podcast, andere aus Twitter, andere werden sich fragen, was ist das für ein Idiot? Wie dem auch sei, ich dachte, ich starte jetzt mal einfach so eine kleine Serie, wo ich ein paar Spiele spiele und ein bisschen Zeug laber drüber. Vielleicht zum Spiel dazugehörig, vielleicht auch nicht. Ist noch so ein kleines bisschen konzeptlos. Aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Deswegen starten wir jetzt einfach mal eine neue Welt hier in Minecraft. Ich meine, ich dachte mir, ich mache ein Minecraft-Let's Play, weil davon gibt es noch keine. Ha! Was machen wir denn hier? Psst! Frimm! Ich habe nämlich vorhin schon mal eine Testaufnahme gemacht. Da habe ich nämlich eine Bestform-Spielt-Welt gemacht. Deswegen kann ich die jetzt so nicht nennen. Das haben wir ja nicht für Optionen. Was ist eigentlich dieser Bonus-Chest? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich schalte den jetzt mal ein. Ich habe den vorhin ausgelassen. Ich hab die Entwicklung von Minecraft lange nicht mehr verfolgt. Habe es auch schon länger nicht mehr gespielt. Aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Great New World. Und gucken wir mal, vielleicht sitzen wir direkt auf einem Bonus-Chest. Niemand weiß es. Eis. Da ist ein Bonus-Chest. Guck mal an. Das heißt, man bekommt gleich mal so ein paar Sachen. Ist ja eigentlich ein bisschen lame, oder? Naja, was, wie auch immer. Ich meine, ich nehme ihn mit. Da habe ich nichts dagegen. Den Chest nehme ich natürlich auch mit. Das geht jetzt lang, oder? Wenn ich dafür. Ah, na, okay. So, dann schauen wir uns mal um. Was mir aufgefallen ist mit Fraps, also ich benutze Fraps, um das aufzunehmen, dass die Welt sich relativ langsam um mich herum aufbaut. Also die Frames per Second sind in Ordnung. Aber wie man schon sieht, die Generierung der einzelnen Chunks dauert doch so ein bisschen ihre Zeit. Was ist das denn? Hängt der Baum in der Luft? Der Fug? Oder nein, der steht da drauf. Sah nur so aus. Kohle! Wir haben schon Kohle gefunden. Das ist ja wunderbar. Na, dieser Bonus-Chest, der erleichtert den Start natürlich schon ein bisschen, weil ich mir diese alberne Sachen mit so einer Holzhacke und so nicht gleich noch erstellen musste. Das habe ich vor kurzem in einem Video gesehen, was hier gerade passiert ist. Das war völlig neu, dass man XP bekommt für das Abbauen hier. Also das war das nur bei einem Block ist das passiert, aber da. Da war aber wieder was. Keine Ahnung, war mir neu. Genau, also für das Konzept hier nochmal. Also ich fange es natürlich mit Minecraft an. Kann aber auch gut sein, dass ich ein paar Videos mit zum Beispiel Guild Wars 2 mache, was ich zurzeit sehr häufig spiele. Unter Umständen lasse ich euch vielleicht sogar auch mal in meine Eve-Welt reingucken. Da müssen wir mal gucken, weil Eve Online spiele ich auch intensiv. Ja, und ich experimentiere mit dieser Aufnahme und diesem ganzen Let's Play-Zeug gerade so ein bisschen. Es wird wahrscheinlich auch nicht immer ich alleine sein. Zum Beispiel in Guild Wars habe ich eigentlich vor, so ein bisschen ein Gemeinschafts-Let's Play draus zu machen, wo ich dann noch mit einem Kollegen im Teamspeak bin. Da müssen wir aber noch ein bisschen experimentieren, wie wir das Ganze so hinbekommen. Autsch. Und ich sollte hier mal gucken. Habe ich irgendwo ein Nachtquartier mehr kurz aufbau. Ah, ich hätte mir gerne einen höheren Punkt, um mich mal ein bisschen umzuschauen. Wie sieht's denn aus hier? Oh, ich habe noch gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe. Ich wollte das eigentlich gerne so pro Folge nur so 10 Minuten machen. Und weiß auch nicht, ob ich da jetzt jede Minute filmen werde. Ich glaube, rein technisch wird es dann wieder nicht so ein richtiges Let's Play, sondern Let's Show gibt es ja noch. Und dann gibt es noch Let's Look at die ganzen Sachen. Deswegen ist es hier einfach spielt. Und wie ich spiele, das gucken wir mal. Also es kann auch sein, dass ich mir langweilige Dinge einfach rausnehme. Oder per Zeitraffer. Ja, ich will ein Bett. Das war schon meine Axt. Das ist ja also. Ja, jetzt geht's aber los. Habe ich eigentlich eine Schaufel? Habe ich, glaube ich, schon mal geguckt. Nein. Machen wir das mal eher so.
Jetzt kommt Musik. Die habe ich vorhin leiser gestellt. Ich hoffe, die ist jetzt leise genug. Vorhin hat die mich total überdröhnt auf der Aufnahme. Das passiert hoffentlich jetzt nicht. Ich laufe jetzt einfach mal ein Stück, dass ich ein bisschen einen Platz habe, wo man vielleicht ein bisschen mehr sieht. Was ist hier los? Loch im Boden. Geht's da noch runter? Nein. Ich finde ja die Musik von Minecraft finde ich ja grandios. Die hat so eine ganz eigene Stimmung, die irgendwie ja ganz großartig ist für das Spiel. Der Typ, der die gemacht hat, ist auch ein echt netter Kerl, denn es lohnt sich auch, dem auf Twitter zu folgen. Kann ich ja mal verlinken. Ich muss sowieso noch gucken, wie das alles funktioniert mit dem YouTube-Upload und so, habe ich auch noch nicht gemacht. Es ist alles ein ganz großes Experiment. Aber wenn ihr das hier seht oder hört, dann wird es wohl irgendwie geklappt haben. Ich weiß aber nicht, ob ich das Mikrofon-Setup so lasse. Also ich habe hier das Mikrofon, mit dem ich auch den Podcast aufnehme, die Datenschale. Ist halt so ein offenstehendes Mikrofon, ist beim Spielen nicht ganz so optimal. Also ich denke, dass da ein Headset unter Umständen besser wäre. Oh, haben wir da hinten eine Höhle? Gucken wir doch mal. Aber ja, also das klingt jetzt alles so unsicher, aber ich bin doch der Meinung, man muss so ein Ding einfach mal starten, sonst geht's nie los. Und bevor ich jetzt wieder 100.000 Tests durchfahre, fange ich einfach mal an. Ihr könnt mir gerne, ja, hallo, wie update ich hier nochmal diesen Lichtbug? Ah, jetzt hier. Eisen, awesome. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Jetzt erstmal kurz hier ein paar Fackeln und ja, so, das wäre auch mal ganz gut. Na, so. Genau, hängen wir hier mal kurz ein paar Fackeln hin. Ja, also wie gesagt, ich muss jetzt einfach mal gucken, wie weit es führt oder wohin mich das alles führt. Vielleicht interessiert es jemanden, vielleicht auch nicht. Aha, da hinten geht es auch raus. Das ist ja größer, als ich erwartet hatte hier drin. Ja, da hat jemand das Licht angeknipst. Ah, leave me alone. Ich mache mir jetzt erstmal so ein kleines Quartier, glaube ich. Habe ich mir eigentlich irgendwas aufgesammelt, mit was ich was bauen kann? Ach, nehme ich halt mal schnell das Zeug hier. So. Und zwar machen wir hier sowas. Zack, 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 zack. Das ist ein kleines Fenster hier. Und hier auch einfach, dass wir mal die Nacht überstehen. Ich glaube, das ist erstmal hier jetzt so eine Priorität, die nicht zu unterschätzen ist. Und wenn ich mich hier zugeigelt habe, dann werde ich mal gucken, ob ich das ganze Ding auch gescheit rausgerendert bekomme. Und vielleicht erscheint es dann schon auf YouTube oder nicht. Weil ich fange nochmal komplett von vorne an, aber wahrscheinlich nicht. Eisen kann man noch mitnehmen. Nehmen wir mit. Ja, also gut, dann mache ich hier mal Pause. Warte auf die Nacht. Und encode derweil mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hoffentlich bis später. Tschüss.